Dankeschön, Carmen. Mich hat das auch immer gefreut. Und ich danke auch für die Einladung. Und ich kann Ihnen noch einen guten Tipp geben für Ihre Karriere, wer einen möchte. Es ist auch leicht, eine der anerkanntesten Expertinnen zu sein, wenn man eine der wenigen ist. Also, die Soziologen beschäftigen sich in der Regel einfach nicht mit Kindheit. Das ist ihnen irgendwie zu klein. Ein Soziologe der Chicago-Schule, die da etwas anders waren, hat einmal gesagt, die Soziologen lieben alle Dinge, die groß sind, große Ereignisse, große Probleme, und kleine sind ihnen eben zu klein und Kinder sind eben klein. Und wenn man also als Soziologin das Thema Kindheit aufgreift, dann ist man bald eine der wenigen und dann ist man auch bald eine der anerkanntesten. Das ist also ein ganz simpler Trick. Was möchte ich in meinem Vortrag? Ich möchte Sie auf einige Ungleichheiten zwischen Kindern und Erwachsenen aufmerksam machen. Ich möchte diese sichtbar machen. Einige Ungleichheiten, die sehr selbstverständlich geworden sind, sodass wir sie in der Regel einfach so hinnehmen und nicht einmal mehr beachten. Und ich möchte dann auch zeigen, im zweiten Schritt, wie diese Ungleichheiten, diese Arrangements zwischen Kindern und Erwachsenen, zwischen den Altersgruppen, mit weiteren gesellschaftlichen Ungleichheiten verbunden sind. Da knüpfe ich dann also gewissermaßen bei meinen Vorrednern an, gehe aber den anderen Weg rum. Ich fange bei den Kindern an und gucke von da aus auf die Gesellschaft und nicht andersherum. Denn ich finde, gerade für einen Soziologen sind eigentlich Kinder eine tolle Möglichkeit, Gesellschaft zu analysieren. Was ist gerade deswegen, weil sie so selbstverständlich sind, weil sie gewissermaßen als natürliche Wesen erscheinen, kann man untersuchen, was die Gesellschaft alles macht, um sie in dieser Weise erscheinen zu lassen. Ich werde dann auch zeigen, noch wie diese Altersordnungen, diese bestimmten Ordnungen zwischen den Altersgruppen in weitere Modelle von Gesellschaften eingebunden sind. Man kann also auch nicht einfach ein bestimmtes Altersgruppenarrangement wählen und in irgendeine Gesellschaft setzen. Das passt eben jeweils in bestimmte Gesellschaften. Ich brauche den Begriff des generationalen Ordnens. Und zwar meine ich mit generationalem Ordnen das gesellschaftliche Bestimmen, das Festschreiben von Eigenschaften, Bedürfnissen, von Pflichten und Rechten von Angehörigen verschiedener Altersgruppen. Was wird denen also zugeschrieben? Was wird ihnen offen gelassen auch über Gesetze, über Institutionen? Wenn sie in eine Schule gehen, dann hat die ja immer schon ein bestimmtes Altersgruppenarrangement. Das sehen sie schon, wenn sie ins Klassenzimmer kommen. Es hat eben einen Tisch, an dem die Lehrerin sitzt, und es hat viele, viele Tische, an denen die Schüler sitzen, und das ist immer schon ein Altersgruppenarrangement. Ich zeige Ihnen einmal einige solche Altersgruppenarrangements. Zuerst das, was wir als eine autoritäre Ordnung bezeichnen möchten. Das ist aus Franz Kafkas Brief an den Vater, und er beschreibt hier seinen Vater, und die Mahlzeiten sind die eigenen wunderschönen Situationen, bei denen man Altersarrangements erkennen kann, wie sie jeweils sind, bei denen sie übrigens auch durchexerziert werden und auch oft mit viel Stress durchexerziert werden. Wenn man zum Beispiel Mütter fragt von kleinen Kindern, was ist für sie die schwierigste Situation, dann sagen sie das Essen. Denn das Essen ist ja nicht nur ein Altersgruppenarrangement, es ist ja noch ein Geschlechtsarrangement, und also muss auch noch in der Regel der Mann bei Laune gehalten werden am Tisch, und das muss alles ausbalanciert werden, und darum ist das Essen ganz schön schwierig. Hier beschreibt er also den Vater, was auf den Tisch kam, musste aufgegessen, über die Güte des Essens durfte nicht gesprochen werden, du aber fandest das Essen oft ungenießbar, nanntest es das Fressen, er meint mit du natürlich den Vater, Essig durfte man nicht schlürfen, den Vater aber schon, man musste Acht geben, dass keine Speisereste auf den Boden fielen, unter dir lag schließlich am meisten. Das ist ein bestimmtes Altersgruppenarrangement. Das Kind spielt mit bei seiner, wenn das Kind nicht mitspielt, dann gäbe es sehr viel Ärger, wenn es permanent sagen würde, du Papa hat aber. Das nimmt es hin, aber es fällt ihm sehr wohl auf, was es für ein Arrangement ist. Wenn es klug ist, schweigt es. Ein zweites solches Arrangement, übrigens ist es interessant, wie sich hier auch natürlich Gender- und Generationenlinien kreuzen.
Das habe ich gefunden in einem Artikel über Benimmregeln der 30er Jahre. Wenn der Großvater in unserem Bauernhof in schmutzigen Schuhen in die Küche kam oder sich in seiner Arbeitskleidung an den Esstisch setzte, sagte meine Oma, erwachsene Männer dürfen das, aber Kinder nicht. Die müssen die Schuhe ausziehen. Jetzt zeige ich Ihnen sogenannte demokratische Altersgruppenarrangements der 70er Jahre aus Kanada. Da besucht eine Familie mit zwei Kindern eine andere Familie, die hat ein Mädchen und die Kinder sitzen vor dem Fernseher und jetzt kommen die Väter herein. Ich müsste auch gar nicht sagen, wer hier spricht. Sie können immer sagen, ob da ein Kind spricht oder ein Erwachsener spricht. Je nachdem spricht es nämlich anders, da benutzt es andere Formulierungen. Oh je, sagt das Mädchen, hier kommt Dad. Ja, mein Vater guckt immer Hockey und wir können nie. Sie sehen schon den Interessenkonflikt, der sich hier abzeichnet. Und der Vater sagt etwas, da sehen Sie, dass hier ein Erwachsener spricht, okay, Kids. Er müsste noch nicht mal Kids sagen, sondern nur okay. Er kann hier einen Akzent setzen, alle hören jetzt hin. Seht ihr, sagt der Junge, der Gastjunge, der eine und der andere sagt, och. Und dann geht's weiter, der andere Vater tadelt so ein bisschen, seht ihr was? Das war also schon ein bisschen zu viel, was der Junge hier gesagt hat. Ach, es wie immer, sagt das Mädchen jetzt, nimmt den Jungen, gibt ihm etwas Unterstützung, warum können wir nicht? Und der Vater hört, Kids ist Kanadas, Hockey ist Nacht. Und die Kinder wieder, ach, das ist unsere Show. Und der Vater macht einen Alternativvorschlag, warum geht ihr nicht und seht mal nach, was eure Mütter machen? Und die Kids sagen, ach, wir waren doch auch zuerst hier. Und jetzt sagt der Vater, es reicht. Ein zweites Beispiel. Hier spielen zwei Jungen mit der Eisenbahn. Guy, 7,5 Jahre alt, ist hier zu Hause und ihm gehört die Eisenbahn. Zwei Mädchen kommen dazu und der Junge sagt zu den Mädchen, wollt ihr Mädchen hier vielleicht weggehen? Wir haben nie gesagt, dass ihr mitspielen dürft, wir wollten alleine spielen. Und die Mutter sagt, hör mal, die müssen nicht raus. Aber sagt der Junge, sie sind zu sehr im Weg, sie können sich ja da hinstellen und einfach zusehen. Und die Mutter sagt, das ist nicht fair. Und der Junge meinte, er hätte ihnen doch gesagt, sie dürften dann auch mal, aber er wollte halt es unter Kontrolle behalten, also nicht zu viele Kinder dabei haben. Und die Mutter sagt jetzt, du brauchst dich nicht zu benehmen wie ein Boss-Guy. Jeder darf seinen Spaß dran haben. Sie sehen also, es sind Arrangements, in denen man mit den Kindern spricht, sich mit ihnen auseinandersetzt, aber man spricht klar als Erwachsener mit ihnen. Sie sehen das schon, die Erwachsenen brauchen Formulierungen wie okay, hör zu kommt mehrfach. Das sagt das Kind nicht zu den Erwachsenen, das Kind sagt vielleicht, weißt du was? Damit will es, dass wir zuhören und neugierig sind, weil es eben nicht so ein Recht hat, die Rednerbühne zu ergreifen. Und es sagt eine Menge Ochs und Achs, das ist auch so etwas, was den Kindern zugestanden ist, aber da kann es dann auch mal reichen, wie der eine Vater sagt. Ich will hier keinen Erziehungsratschlag geben, wie man mit den Kindern kommunizieren sollte, das möchte ich nicht tun, jedenfalls nicht an dieser Stelle. Ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, wie bereits diese Kommunikationen, die für uns ganz selbstverständlich sind, natürlich sehr klar unterscheiden, wer ist ein Kind und wer ist ein Erwachsener. Nicht nur in den letztlichen Entscheidungen, sondern auch in der Sprechweise, in der Art, wie man sprechen darf und wie man erwidern darf. Sie können schlecht als Kind kann man schlecht zu den Eltern sagen, es reicht. Ich zeige Ihnen jetzt verschiedene Kindheiten, in denen diese Arrangements zwischen Kindern und Erwachsenen immer anders sind. Und ich fange mit einem Beispiel an, etwas weiter weg, damit wir nachher unsere eigene Kindheit und deren Spezifikum besser erkennen. Das ist etwas, was ich als eine funktionale Kindheit bezeichne. Das Kind arbeitet mit im alltäglichen Leben und hat da eine wichtige Bedeutung für die alltäglichen Abläufe. Es ist im ländlichen Bolivien eine arme Gegend, in der man fast alles mit der Hand macht, in der man auch kein fließendes Wasser hat. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass in allen Gegenden, in denen es kein fließendes Wasser gibt, ist zum Beispiel Wasserholen eine Kinderarbeit. Wenn keine Kinder da sind, dann geht es in der Hierarchie der Menschen in der Gesellschaft nach oben einen Schritt, dann müssen es die Frauen machen. Zuerst einmal die jungen Frauen und dann die älteren Frauen. Und im schlimmsten Fall müsste es dann auch mal ein Mann tun. Aber im Grunde genommen ist das dann
ist das so eine verachtete Arbeit, die machen die statustiefsten Mitglieder in einer Gesellschaft. Und der Junge hier, der geht also schon zur Schule, aber am Samstag geht er eben nicht zur Schule und dann sieht der Samstag so aus. Die Forscherin hier, Samantha Panch, hat die Kinder Tagebücher führen lassen über ihre Samstage. Und der Junge sagt, ich bin um 6:30 aufgestanden, habe am Fluss Wasser geholt und dann Feuerholz aus der Scheune. Ich habe gefrühstückt, Tee und Brot und ging mit Mutter und Vater Erdnüsse hacken. Bis 11:30. Dann gingen wir zum Mittagessen, Suppe mit Pasta, Bohnen und Ziegenfleisch. Dann haben wir das fertig gemacht mit den Erdnüssen bis 4:30. Dann ging ich nach Hause, habe die Ziegen vom Hügel geholt, habe sie in die Koppel gesperrt und den Esel angebunden. Dann ging ich zum Abendessen, eine Reissuppe und dann ging ich um 8:30 schlafen. Ein ganz schön voller Samstag. Das ist der Junge und das ist das Mädchen in der gleichen Gegend. Die ist um 6:30 aufgestanden, ebenfalls, und hat die Ziegen gemolken. Ich habe meine Haare gebürstet und Feuer gemacht. Ich habe die Kartoffeln geschält und das Fleisch aufgeschnitten. Tut mir leid, es kommen ganz viele Beispiele mit Essen und das ist vielleicht eine ungünstige Zeit. Aber es ist nun mal ein wichtiger Bestandteil des Familienlebens und damit haben Kinder auch immer irgendwie damit zu tun. Ich habe die Pasta in den Topf geworfen und das Geschirr gewaschen und den Lunch dahin gebracht, wo meine Mutter war. Ich ging nach Hause, habe den Mais aufgesetzt und Wasser vom Fluss geholt. Ich habe mit Bruder und Schwester gespielt. Da meint sie wahrscheinlich nicht so sehr, dass sie ihr Spiel war, sondern sie hat auf die aufgepasst, sie hat die bespielt. Ich habe Abendessen gekocht und serviert und Geschirr gespült. Um 8:30 ging ich schlafen. Das ist also die reichlich voll mit Arbeit angefüllte Kindheit der Kinder in diesen Ländern. Eine solche Kindheit ist nicht nur eine Zumutung. Ich habe eine solche Kindheit auch in Kirgisistan gefunden, wo ich selber immer wieder mal an Kindern geforscht habe und noch tue. Und da sagen die Kinder, habe ich die Kinder gefragt, das sind Zweitklässler und ich habe sie in einem Fragebogen, den ich auch mit den Zweitklässlern hier in Deutschland gemacht habe, Entschuldigung, wir sind in Österreich, in Deutschland gemacht habe. Was ist das, was machst du am liebsten mit deinen Eltern? Das war eine offene Frage, keine Antwortvorgaben. Und wir haben dann Kategorien gemacht für das, was die Kinder gesagt haben. Und gucken Sie sich mal die unterste Zeile an. Unterschieden habe ich hier zwischen urbanen, halburbanen und ruralen Kontexten. Rural habe ich dann genannt, wenn es wirklich nur noch so Subsistenzwirtschaft war. Man hat nur für den Eigengebrauch produziert. Semi-urban habe ich es genannt, wenn man entweder etwas Industrie hat in jenen Gegenden zusätzlich zur Landwirtschaft oder für den Markt mindestens produziert die landwirtschaftlichen Güter und dann eben den urbanen Kontext. Und Sie sehen in der untersten Spalte, die Kinder nennen als liebste Tätigkeit mit ihren Eltern, und das ist mir hier vor allem wichtig, Arbeit. Und ich arbeite am liebsten mit meinen Eltern. Das haben sie zum Teil auch spezifiziert. Ich mache am liebsten den Gemüsegarten mit meinen Eltern. Oder ich baue am liebsten einen neuen Zaun mit meinen Eltern oder irgendetwas. Und sie sagen fast nie, ich helfe gerne meinen Eltern. Sie sagen arbeiten, nicht helfen. Das war das Interessante daran. Und sie machen das gerne, wie eben Valeria oder Basilio, die ich Ihnen vorher im kleinen Beispiel vorgestellt habe. Scheint also für das Kind auch etwas zu sein, was ihm Anerkennung vermittelt. Darum nennt es es als liebste Tätigkeit mit den Eltern. Part of Adult World, da sehen Sie, das sind so Vergnügungen wie vor allem zu Gästen fahren. Man hat ja ausufernde Verwandtschaften und dann fährt man als Gast irgendwo hin zu einem Fest. Und das sind vor allem solche Sachen, aber vielleicht auch gemeinsam spazieren gehen. Kinderspezifische Sachen, das waren so Sachen, die das Kind genannt hat, wie in den Vergnügungspark gehen, Fußball spielen, einfach Kinder, etwas, was man speziell für die Kinder macht. Sie sehen, das kommt auf dem Land fast gar nicht vor, es gibt keine solche Infrastruktur. Intellectual Cultivation, das ist so ein bisschen hochgegriffen, das meint vor allem schulbezogene Sachen. Und das gehört in einer funktionalen Kindheit auch dazu. Sie sagten also da mit den Eltern Hausaufgaben machen, Rechnen üben, Lesen üben und so weiter.
Zu einer funktionalen Kindheit gehört heutzutage auch, dass das Kind ein guter Schüler ist. Und es gehört umstandslos dazu, man motiviert das Kind nicht dafür, sondern man belohnt es, wenn es eine gute Note macht, und man tadelt es, oder schlimmer, wenn es eine schlechte Note macht. Das ist ein Teil dieser Funktionalität für die heutige Kindheit. TV kommt selten vor. Gut, also diese Kindheit hat auch einen Belohnungsgehalt, und zwar vor allem eben das Arbeiten. Sie sehen ja bei den Kindern auf dem Land und in den halbstädtischen Gegenden ist das die am häufigsten genannte liebste Tätigkeit. Hier habe ich die ganz kleinen Kinder. Das ist ein 5-jähriges Kind, und ich habe hier 3- bis 6-jährige Kinder in Vorschulen gefragt, was in ihrem Leben und so weiter wichtig ist. Ich habe versucht, das kindgemäß anzunähern, und darum habe ich ihnen so einen Käfer gezeigt und habe sie gefragt, wer sind für dich die wichtigsten Personen, so wie für den Käfer halt die Beine wichtig sind, sonst liegt er auf dem Rücken, und für dich sind ja bestimmte Personen wichtig, und wer ist das und warum sind die wichtig? Und Sie sehen hier, warum Personen wichtig sind. Sie sehen es zum Beispiel hier, der Vater, turning on the heating, hat hier freundlicherweise unsere kirgisische Studentin übersetzt. Das meint natürlich, er hackt Holz und heizt. Turning on the heating ist da sehr, sehr modern ausgedrückt. Aber das war halt die Art, wir haben Englisch als Kommunikationssprache mit unseren kirgisischen Nachwuchswissenschaftlern gehabt, und das war das, wie sie es übersetzt hat. Oder die Mutter, die wäscht die Kleider, die Schwester reinigt das Haus. Das sind die Beine, die das Kind hier bezeichnet. Und der Bruder, der holt das Wasser, genau. Manchmal haben die Kinder sich auch selber als so ein Bein eingefügt und gesagt, und ich hüte meinen kleinen Bruder, obwohl sie selber noch ganz kleine Kinder waren. Was sehen Sie hier? Ein funktionales Netz von Personen. Die Personen, die man nennt, die sind wichtig, weil sie bestimmte Funktionen für einen übernehmen oder im Gesamtgefüge übernehmen. Und das Kind, der Käfer also hier, sitzt in der Mitte eines solchen funktionalen Gefüges. In einem solchen funktionalen Gefüge zeichnen die Kinder die Familien meistens als vollständige Familien, also entlang den institutionellen Grenzen, mit den wirklich wichtigen Zubehör, nämlich dem Auto und dem Haus, und wie die Orgel pfeifen. Und hier sehen Sie, das ist der Abai, das ist der zweitkleinste, und daneben ist die Aidana, seine kleine Schwester, die ist noch wesentlich kleiner, also der allerkleinste ist er dann doch nicht, aber deutlich kleiner als seine Eltern. Das ist die funktionale Kindheit in der Gegenwart und in der Sicht der kleinen Kinder. Die erkennen das also auch schon sehr gut, was es für eine Kindheit ist. Und in der Zukunft soll diese Kindheit auch funktional sein. Wir haben 60 Familien zu Hause besucht, ihre Wohnverhältnisse uns angesehen und intensive Interviews mit ihnen geführt. Und von diesen 60 Eltern nannten nur 2 Eltern, und das ist wirklich ein armes Land, nannten nur 2 Eltern Berufe, die keinen akademischen Abschluss voraussetzten, als Berufswunsch für ihre Kinder. Das wird für die meisten Familien allerdings viel zu teuer sein, so etwas jemals zu realisieren, den Universitäten kosten in diesen Ländern. Die Eltern haben sehr hohe Erwartungen an ihre Kinder. Hier habe ich noch also akademischer Abschluss, und hier sind noch 2 Beispiele. Da sagt eine Frau, ich hoffe, es wird ein Haus bauen, in dem wir alle zusammen leben können. Das Kind soll also auch in der Zukunft funktional sein für die Familie. Es, hat sie uns dann noch erklärt, ist ein Adoptivsohn, und sie tut viel für dieses Kind. Sie kauft ihm auch ab und zu Früchte, macht ihm eine Freude, und das ist ja wirklich teuer. Und so hofft sie aber, dass sich das dann auch dereinst auszahlen wird und es für sie ein Haus bauen wird. Oder die Mutter eines kleinen Mädchens sagte, sie könnte Botschafterin werden. Das hat irgendwie einen fast lachhaften Gehalt, wenn Sie das hören, in irgendeinem Bergdorf, in einer sehr armen Familie, wenn die Mutter als Berufswunsch für ihre Tochter Botschafterin angibt. Denn selbst in unseren Ländern werden diese Posten in der Regel an sehr viel kulturelles Kapital gebunden und an entsprechende Familienzugehörigkeiten. Die Kinder, über die hier gesprochen wird, sind auch 5 Jahre alt. Die Kinder
übernehmen darfst. Wenn dir die Kinder gefragt haben, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Da sagt das ein Mädchen, I will be a big girl, ich will eine Bankangestellte werden. Und wir haben sie gefragt, warum Bankangestellte? Und sie sagt, ich will Mutter und Vater Geld geben und ein Auto kaufen, ein russisches Auto. Sie hat das mit der Transformation noch nicht so ganz mitbekommen, das russische Auto ist für sie immer noch. Sie war auch nur 3 Jahre alt. Das nächste Kind, ich will Arzt werden, ich kann für meine Mutter sorgen. Wieder ein Kind, ich will Arzt werden, ich werde meine Eltern behandeln, meine Verwandten und andere Leute immerhin noch. Also nicht nur die Familie, aber vor allem die Familie. Und als dann wieder ein Kind sagte, ich will Arzt werden, ich werde für meine Mutter sorgen, habe ich dann gefragt, ist denn deine Mutter krank? Und das Mädchen war ganz erstaunt und sagte, nein. Aber die Vorstellung ist einfach, ich werde etwas für meine Mutter tun, das für die Familie zurückzahlen. Dann haben wir mal andersrum gefragt, was willst du nicht werden in der Zukunft? Und der Junge sagt, ich will nicht Schäfer werden. Das war in einer Gegend, in der die Eltern tatsächlich von der Jagd oder von der Viehzucht lebten. Ich will nicht Schäfer werden. Und warum nicht? Ich will nicht einfach durch die Berge wandern. Kennst du Schäfer, haben wir nachgefragt. Ja, sagt das Kind. Sind sie nette Leute? Ja, sagt das Kind, aber ich will nützlich sein. Ich fasse nochmal zusammen zu dieser funktionalen Kindheit. Das ist der gesellschaftliche Kontext. Hier ist die Kindheit also durch familiale Existenzinteressen vereinnahmt, in der Zukunft und in der Gegenwart. Es sind Bedingungen der Armut und der einfachen Produktion, sonst könnte man die Kinder ja nicht brauchen. Starke zentrale Mächte sind absent, vor allem fehlt ein Wohlfahrtsstaat. Es gibt aber durchaus Elemente westlicher Kindheiten. Ich habe diese Kinder ja in der Schule und im Kindergarten befragt und die werden zum Teil auch über internationale Bemühungen realisiert. Ich komme von hier aus zu unserer Kindheit. Wir sehen dann vielleicht ein bisschen besser, was das Hochspezifisches ist, wie die Altersgruppen arrangiert. Hier habe ich also 5-jährige Kinder in Deutschland gefragt, was sind die wichtigsten Personen für dich? Und wir stoßen hier nicht auf ein funktionales Gefüge, wir stoßen hier auf ein Gefüge von Freude und Spaß und Emotionen. Hier zum Beispiel der Vater, der ist hier nicht da zum Holzhacken, sondern zum Quatsch machen, zum Spaß haben, nicht zum Boxen ist er konkret da. Aber wenn Sie so über die Kindergärtner hinweg gucken, ist Papa vor allem da zum Quatsch machen. Natürlich wird für dieses Kind auch geheizt und die Heizkosten müssen auch gedeckt werden. Das nimmt das Kind aber nicht wahr. Es nimmt wahr, dass man mit dem Papa Quatsch machen kann. Also die Papa-Rolle fand ich etwas undankbar, ehrlich gesagt, von den Kindergartenkindern ausgesehen. Es scheint ihm auch niemand zu vermitteln, dass der Papa nicht nur zum Quatsch machen da ist, sondern noch ein paar andere wichtige Dinge macht. Dann sagen die Kinder höchstens bei uns in den Kindergärten, der kommt zu spät nach Hause. Er steht zum Quatschmachen nicht zur Verfügung. Die Mutter, der wird noch so eine gewisse Funktion zugeteilt. Sie sehen hier, die Mutter ist da zum Spielen, aber auch wenn man krank ist. Andere Kinder sagen, die Mutter ist da zum Geschichten erzählen und damit ich Zähne putze. Aber die hat noch so eine gewisse Funktion. Und dann ist da noch die Oma, die ist da zum Autospielen, dann ist der Opa, mit dem kann man auch spielen und dann ist die Tante Alexandra, die Mutter vom Alexander und die bringt den Cousin Alexander mit und mit dem kann man dann spielen. Das ist alles ein Gefüge von Emotionen und Spiel, in dessen Mitte das Kind steht. Und die Kinder berichten auch keine eigenen Arbeiten, die sie übernehmen. Hier zeichnet sich das Kind auch ganz anders. Das ist der Kasimir und das ist die Person in der Mitte hier. Und er ist schon ziemlich groß im Vergleich zu den anderen Personen in seiner Familie. Und er steht in der Mitte. Er zeichnet sich mit seinen liebsten Personen. Das ist einmal Onkel Otto, der steht neben ihm. Und dann ist es hier oben angeschnitten, die Mama, von der er aber sagt, der mache ich einen Gürtel, die hat gerne Gürtel. Und dann hat er auch noch erklärt, also warum er sie da oben zeichnet. Das war offensichtlich nicht seinem zeichnerischen Können geschuldet, sondern er sagt, die kommt im Moment nicht ganz nach. Ich habe das jetzt so gemacht. Die Kindergärtnerin hat dann gesagt, die Mama hätte im Moment
etwas psychische Probleme und das Kind löst es so, es erkennt das und löst es in gewisser Weise. Das ist aber weit weg von den Orgelpfeifen. Das andere sind die Katzen. Die Katzen sind, und die Haustiere sind ganz oft auf den Zeichnungen der deutschen Kinder. Die fehlen auf den Zeichnungen der kirgisischen Kinder, obwohl es so viel mehr Tiere gibt und junge Ziegen und weiß nicht was, aber sie fehlen hier. Und Bambi, die noch ein Herzchen nebenan hat, die ist schon tot, aber hat uns das Kind erklärt, aber sie war so lieb, dass sie trotzdem ins Bild kommt. Sie sehen, das ist nicht ein realistisches Abbild in keinster Weise, sondern ein Abbild seiner Gefühle. Wer macht ihm Freude, steht ihm nach. Ich zeige noch mal den Unterschied zu funktionalen Kindheit. Ich habe mal Kochbücher ausgewertet seit dem 19. Jahrhundert, eine wunderschöne Quelle, um zu sehen, wie sich Familien verändern und wer überhaupt auftaucht in den Kochbüchern. Bis hin zum Zweiten Weltkrieg tauchen Kinder zum Beispiel nicht auf in den Kochbüchern. Es wird nur für den Mann gekocht und die Kinder essen mit. Einmal habe ich gefunden, 1920 wurde es erwähnt, wurde gesagt, man soll ein weißes Tischtuch auflegen, damit die Kinder lernen, ordentlich zu essen. Aber einen Geschmack haben sie nicht. Es gibt in einem Kochbuch, habe ich auch noch gefunden, Anweisung für das kranke Kind, hinten ein Diätplan, wenn es mir ein krankes Kind gibt. Gut, also hier die Tätigkeit des Kochens könnte prinzipiell Arbeit sein. In der Sozialisationskindheit ist es höchstens Helfen und es ist Vorbereitung auf die Zukunft. In diesem Kochbüchlein der 50er Jahre ist es Geschlechtsrollensozialisation und nicht eine großartige Hilfe. Und die Mutter ist dabei beschäftigt, sie geht auch ein bisschen zur Hand und sie erklärt dem Kind. Noch deutlicher finden Sie dann diese Sozialisationskindheit zugespitzt in der neueren Zeit. Hier ist ein Kochbuch für Kinder ganz neu, 2005. Und das würde Valeria aus Bolivien gar nicht verstehen. Kochen macht mindestens genauso viel Spaß wie Computerspiele und Lego-Häuser bauen. Alles, was das Kind tut, ist Spiel und es ist Vorbereitung und das Kind wird dafür motiviert. Es wird sogar noch fürs Essen motiviert. Essen Kinder an und für sich schon gerne Spaghetti. So muss man es hier noch zusätzlich motivieren, indem man dem Spaghetti ein Clown-Gesicht aufsetzt. Das ist alles Spiel, Motivation und so weiter. Das braucht viel Einsatz. Hier haben Sie den Einsatz der Familie für die Kinder. Und das ist aus US-amerikanischen Untersuchungen zusammengesetzt. Über die Jahrzehnte hinweg, das sind verschiedene Studien gewesen, und die hat man hier eine Kurve dann daraus konstruieren können, wie sich das Fördern der kleinen Kinder entwickelt seit den 50er Jahren. Und Sie sehen, in den 50er Jahren Lesen haben schon sehr viele Leute gemacht, Vorlesen, Erzählen. Es fängt allerdings erst Anfang 60er Jahre die Kurve an, die rote oben. Lernen, Teach, Unterrichten. Gemeint ist hier Letters, Words, Numbers, also bringt man dem Kinder Buchstaben bei und Zahlen. Und Sie sehen, diese Zahlen sind schon in den 50er Jahren hoch, aber jetzt sind sie nahe 100%. Also jeder tut das jetzt. Noch eine Zahl zur Investition in die Sozialisationskindheit. Bis ihre Kinder 8 Jahre alt geworden sind, haben Eltern in England durchschnittlich 1500 Pfund für extra Kurse und fördernde Aktivitäten ausgegeben und durchschnittliche Dauer des Besuches eines Kurses sind 5 Wochen. Warum? Es geht hier gar nicht darum, wirklich etwas zu lernen, was man nachher können muss. Die Sozialisationskindheit verlangt vielmehr, dass man die Fähigkeiten des Kindes, die besonderen Fähigkeiten entdeckt, fördert, herausgreift. Darum muss man auch wechseln. Man versucht es zuerst mit Ballett, und dann spricht das Kind nicht so drauf an und dann geht man vielleicht doch mit ihm zum Judo, vielleicht spricht es da besser an und wenn nicht, dann halt das Klavier oder was auch immer. Oder vielleicht würde man eher sagen, man fängt mit dem Klavier an und dann ist das nicht so etwas, was das Kind wirklich durchhalten möchte und dann ist man letzten Endes vielleicht beim Judo. Die Sozialisationskindheit, und jetzt bin ich dabei, dass jede dieser Kindheiten ihre Ausblendungen hat und ihre Ausgrenzungen. Die funktionale Kindheit hat sicher ganz stark das Kind ausgegrenzt, was das tatsächlich möchte und will. Die Sozialisationskindheit verlangt etwas, das ich Ihnen schon gezeigt habe in den letzten Folien, die guten Eltern. Und damit ist auch wieder eine Ausgrenzung verbunden, denn
ausgegrenzt werden schlechte Eltern. Die guten Eltern wachsen nicht aus dem Boden und sie kommen nicht von selbst zustande. Ich bin übrigens auch nicht der Ansicht, dass die guten Eltern einfach, weil sie schon eine gute soziale Position hätten und ein entsprechendes Kulturkapital, gute Eltern wären. Sie sind schon gute Eltern, weil sie wissen, dass sich das lohnt, weil sie wissen, dass das Bildungsgewinn bringt, weil sie wissen, dass man sich darüber von den schlechten Eltern absetzen kann. Das ist eine strategische Geschichte, dieses gute Elternsein, denn wir wissen ja alle, dass es unglaublich anstrengend ist. Und eben immer motiviert werden muss. Es gibt jahrhundertelange Bemühungen, die Eltern in die Pflicht zu nehmen. Es ist nicht einfach so gelungen. Über Moral, da fängt schon Luther damit an, sagt man, kommt ins Himmelreich, wenn man gute Eltern ist. Man sollte aber nicht mal zur Kommunion, zum Abendmahl zugelassen werden, wenn man schlechte Eltern war. Also das würde einem dann für die Hölle auch prädestinieren. Also das sind jahrelange, jahrhundertelange Diskurse, in denen man die Eltern in die Pflicht nimmt und ihnen sagt, was sie Schädliches tun, wenn sie nicht gute Eltern sind und was sie Gutes tun, wenn sie gute Eltern sind. Die guten Eltern, was machen die eigentlich? Das wechselt im Laufe der Jahrhunderte sehr stark und nicht nur im Laufe der Jahrhunderte. Es wechselt auch im Laufe der Jahrzehnte. Die Experten kommen mit stets neuen Vorschlägen davon, was gute Eltern ausmacht. Und sie haben ihr Pflichtenheft für gute Eltern permanent angereichert. So ist es fast am einfachsten, wenn man die guten Eltern absetzt von den schlechten Eltern. Schlechte Eltern sind eher dadurch definiert, wer sie sind, als was sie tun. Schlechte Eltern sind die Eltern der tiefen sozialen Schichten. Schlechte Eltern sind heute die Eltern mit Migrationshintergrund. Schlechte Eltern sind fahrende Eltern gewesen und so weiter. Das sind die schlechten Eltern in der gesellschaftlichen Definition. Wenn man untersucht, was sie tun, ist der Unterschied zum Teil längst nicht so krass, wie er gezeichnet wird. Das trifft übrigens auch die heute immer wieder angeführten schichtspezifischen Unterschiede zwischen den Eltern zu. Guckt mal nach, was sie erklären. So erklärt von den Elternpraktiken die soziale Schicht tatsächlich nur einen ganz kleinen Prozentsatz. Auch wenn man es gerne anders sieht ist der Unterschied nicht so groß. Ich kann Ihnen noch ein hübsches Beispiel geben. Vor dem Zweiten Weltkrieg sollte man die Kinder nach Plan füttern und Frühjahrstöpfchen setzen. Das war gut. Und die Mittelschicht tat's. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich's umgekehrt. Man sollte die Kinder jetzt nach Bedarf füttern und nicht mehr früh aufs Töpfchen setzen. Und die Mittelschicht tat's. Und die Unterschicht hat's einfach immer falsch gemacht. Obwohl sie genau das tat, was vorher die anderen gemacht haben. Aber 10 Jahre später war's halt falsch. Oder in dieser Kurve, die ich Ihnen gezeigt habe von den Förderpraktiken, die gleiche Autorin, die Mary Ellen Schaub, hat auch mal verglichen, was tun Unterschichtseltern Anfang 90er Jahre, was tun sie Anfang 2000 und was tun Mittelschichtseltern? Bildungsferne Eltern machen sie immer falsch. Sie tun nämlich Anfang 2000 ungefähr dasselbe wie die Mittelschichtseltern 1990. Aber 10 Jahre später ist es bereits defizitär, schlecht. Und das ist eine der Ausgrenzungen, die ganz stark mit dieser Sozialisationskindheit verbunden ist, ist die der Eltern, die es falsch tun. Eine weitere Ausgrenzung, und da sind wir so in einem Mischbereich zwischen den schlechten Eltern und dem Kind, das ausgegrenzt wird. Das Kind wird als Produkt seiner Eltern gesehen und also ist das gute Kind das Kind guter Eltern. Und hier sehen Sie, wie stark das Urteil der Schule anleitet. Die Bildungsunterschiede zwischen den sozialen Schichten sind zu gut 50% durch den sogenannten sekundären Herkunftseffekt verursacht, durch einen Effekt, der sich gar nicht begründet auf tatsächlichen Leistungsunterschieden, sondern auf anderen Bewertungen, die durch die Schule vorgenommen werden. Und das erklärt genauso viel wie das unterschiedliche Leistungsvermögen der Kinder. Das kommt also nochmal obendrauf und erklärt noch einmal einen ebenso großen Anteil. Hier sehen Sie aus der bekannten IGLU-Studie eine Tabelle, bei welchen Fähigkeiten erachten Eltern ihre Kinder als reif fürs Gymnasium. Sie sehen hier die Eltern der oberen sozialen Schichten. Da müssen die Kinder noch nicht mal 500 Punkte haben, finden ihre Eltern, das ist ein Fall fürs Gymnasium. Die Lehrer finden es immerhin bei 537 Lesepunkten, dass es ein Fall fürs Gymnasium wäre. Ganz anders sieht es aus in der untersten Kolonne. Da muss das Kind viel mehr können, um vom Lehrer aus gesehen ein Fall fürs Gymnasium zu sein. Und es muss auch mehr können, um von den Eltern aus gesehen ein Fall fürs Gymnasium zu sein.
Das sind die Ausgrenzungen, die mir die Sozialisationskindheit wertet ungeheuer stark zwischen den sozialen Schichten und macht in dieser Weise, verteilt sie auch Lebensschichten, Lebenschancen. Heutzutage stecken wir immer noch zum großen Teil in dieser Sozialisationskindheit, aber wir wissen, dass auch eine neue Forderung aufgekommen ist, und das ist das Kind als Akteur, das Kind als das partizipiert, die Partizipationskindheit. Die kommt schon im globalen Süden an. Hier war ich an einer Tagung in Bischkek, das ist die Hauptstadt von Kirgisistan, die wurde durch die Aga Khan Stiftung und UNICEF organisiert, und es ging um den Active Learner. Die internationalen Organisationen wollten den Bildungsverantwortlichen in diesem Land erzählen, in diesem Land, das ja übrigens ein recht gutes Schulsystem hat, es ist ein Ex-Sowjetland, es können eigentlich 100% der Bevölkerung lesen und schreiben, und es gehen eigentlich auch alle Kinder zur Schule. Eigentlich heißt, dass sie fehlen mal, wenn es allzu viel Arbeit gibt zu Hause oder Markttag ist. Der aktive, aber sie unterrichten sehr stark autoritär und hierarchisch und Frontalunterricht und alles. Und die internationalen Organisationen wollten also den Active Learner propagieren, und sie sagen, der Active Learner, der übernimmt also Verantwortung in seinem eigenen Learning-Prozess. Das ist das Kind. Er oder sie wird akademisch befähigt, kompetent und motiviert, aber nicht nur was das Lernen betrifft, sondern auch ziviles Engagement, ökonomische Produktivität. Das geht in dieser Partizipationskindheit sehr stark ineinander über, Kompetenzen und demokratische Befähigung. Das wird immer in eins geflochten. Das Kind soll also auch noch erwerben eine Weltsicht über, wie sich verschiedene Leute verhalten. Es soll diversitätsfähig werden, wenn Sie da die letzten Zeilen lesen. Die Partizipationskindheit ist ein Anliegen der internationalen Akteure. Man kann sagen, die Sozialisationskindheit, das war noch der Nationalstaat. Die Partizipationskindheit kommt sehr stark von den internationalen Akteuren. Und das merkt man dann natürlich vor allem in den Ländern des globalen Südens, wo das ein noch stärker vom tatsächlichen Muster abweichendes Prinzip ist, was Sie hier verkünden. Das sind so Begriffe, wie sie rund um die Partizipationskindheit häufig vorkommen, nämlich, dass es weltweit eine Kindheit werden soll. Das ist hier aus der Kinderrechtskonvention entnommen, was da Begriffe sind, die da häufig vorkommen. Und Sie sehen wieder Toleranz, Freiheit, Solidarität, aber auch sozialer Fortschritt, besserer Lebensstandard, also wiederum auch die ökonomischen Ziele. Man muss diese Partizipationskindheit einmal mehr gegen die Eltern durchsetzen. Man musste schon die Sozialisationskindheit gegen die Eltern durchsetzen. Wahrscheinlich hätten sie eine funktionale Kindheit, würden die Eltern vermutlich machen, wenn man sie einfach lassen würde. Man muss das also zuerst realisieren. Und hier muss man es nochmal realisieren gegen die Eltern. Hier ist aus einem UNICEF-Bericht über kirgisische Eltern, dass einige Eltern eben die Kinder aufziehen, ohne deren Wünsche in Rechnung zu stellen, dass sie sie benutzen, um Familieninteressen zu dienen. Und diese Kinder müssen doch lernen, eigene Entscheidungen zu fällen. Das müssen die Kinder natürlich von der funktionalen Familie aus gesehen gerade eben nicht. Sie sollten ja lernen, sich den Familieninteressen einzufügen. Und hier ist also deutlich ein divergierendes Prinzip. Also einmal mehr geht es darum, das gegen die Eltern durchzusetzen und die Eltern dazu zu bringen, sich in den Dienst des Kindes zu stellen und nicht umgekehrt das Kind in den Dienst der Familie. Das betrifft auch die Kindheiten in unseren Ländern. Auch hier müssen die Eltern noch einmal dazu lernen. Die Eltern in unseren Ländern haben sich beim kleinen Kind bisher für kompetent erachtet, sogar für den besten Ort erachtet, um das kleine Kind aufzuziehen. Die Partizipationskindheit, der Diskurs der internationalen Organisationen sagt ihnen, dass sie dazu nicht in der Lage sind, dass ihre Kinder möglichst früh in Einrichtungen der frühkindlichen Förderung schicken sollen. Und darum wird hier zum Beispiel ein Länderranking erstellt, welche Länder schicken möglichst viele Kinder in Einrichtungen der frühkindlichen Erziehung und sehen solche auch vor. Also auch gegen unsere Familie, die muss ein Stück weit mehr lernen, dass sie weniger
Macht hat über das Kind, weniger Verfügungsgewalt hat über das Kind. Sie muss es schon sehr früh anderen Institutionen abgeben. Bitte verstehen Sie das nicht als Votum gegen frühkindliche Förderung. Das meine ich damit nicht. Ich will Ihnen nur zeigen, was das für ein Kindheitsmuster ist, das hier vorgestellt wird und dass es ein Kindheitsmuster ist, in dem die Familie einmal mehr sich noch einmal zurückzunehmen hat, auch unsere Familie. Das ist der Gewinn der frühkindlichen Kindheit. Nochmal in der Sprache der Weltbank. Die Weltbank ist da sehr stark beteiligt. Das ist hochinteressant. Die Weltbank hat sich früher nicht für Bildung interessiert. Bis in die 80er, 90er Jahre hat sie, wenn schon, höchstens Programme beruflicher Bildung gemacht. Sie ist ja eine ökonomische Institution. Und jetzt beteiligt sie sich sehr stark an dieser Kindheit, in der das Kind ausgestattet mit allen Rechten auch noch ausgestattet werden soll, mit allen Kompetenzen und das so früh als möglich und aus seiner Familie heraus individualisiert werden soll. Und Sie sehen, dass hier auch ganz stark ökonomische Interessen damit verbunden sind. Aber auch Interessen der Gesellschaftsentwicklung, ganz klar. Jede Kindheit gehört in eine bestimmte Gesellschaft und über diese Gesellschaft, in die die Partizipationskindheit gehört, haben wir eigentlich noch gar nicht verhandelt. Die ist von internationalen Organisationen her uns angeboten worden und wir können nun, ich kann es nicht abschließend diskutieren, aber ich denke, wir müssen darüber nachdenken, weil Kindheit neben ein wichtiger Bestandteil gesellschaftlicher Ordnungen sind, was das für eine neue gesellschaftliche Ordnung sein soll. Und darum habe ich jetzt hier einfach abschließend noch einmal vier Fragen formuliert zu dieser neuen Kindheit. Warum sollen wir sie so umsetzen, diese Kindheit, die noch mal stärker individualisiert ist, in der die Förderung früher anfängt, in der die Familie sich noch mehr zurücknimmt. Warum ist sie unabdingbar? Welche Ungerechtigkeiten korrigiert sie? Aus generationaler Sicht, wenn man die Ungerechtigkeiten zwischen den Altersgruppen betrachtet, ist sie wahrscheinlich ein Fortschritt, dass sie ja die Kinderrechte explizit im Gepäck führt. In anderer Hinsicht ist dies vielleicht nicht unbedingt, denn sie wird wahrscheinlich auch neue Ausschlüsse und Ausgrenzungen schaffen. Wer kann daran teilhaben? Wie kann es umgesetzt werden? Welcher Gesellschaft leistet sie Vorschub? Wie wollen Gesellschaften der dritten Welt, in denen es keine Altersversorgungen gibt, überleben, wenn die Kinder diese Kindheit leben und also dann früh in die Stadt ziehen oder in die USA oder als Bildungsmigranten bei uns ankommen? Wie wollen Sie Ihr Familienmuster leben? Wie wollen Sie auch Ihr ökonomisches Muster leben? Das sind Fragen, die man sich stellen muss, aber man muss sich natürlich auch hier stellen, denn auch hier ist ganz bestimmt ein Umbau der Gesellschaft damit angedacht. Das war's.